Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Revelation Online mit Misaki-chan. Und wir haben ja in der letzten Folge da so eine ganz komische Quest angefangen. Die diente wohl eher dazu, die Karte zu erforschen. XP gab es eigentlich nur dadurch, dass ihr die neuen Gebiete erkundet habt. Ist ja auf Dauer langweilig, auch sehr zeitaufwendig. Die Quest lassen wir jetzt mal einfach im Questlog und werden jetzt einfach mal die Hauptquest weitermachen, würde ich sagen. Und dafür klicken wir jetzt auf das gelbe Ausrufezeichen auf der Minimap und er reitet los. Damit wir mal ein bisschen vorankommen hier. Die Beta geht ja nur noch bis 2.2. Und ich würde ja gerne noch ein paar Level kriegen. Wann kommt der nächste Dungeon Raid? Weißt du das, Misaki? Also da kannst du noch schön warten, bis du bei dem nächsten ankommst. Echt? Dauert es so lange? Ja, es kommt halt drauf an, wie lange du halt spielst am Tag, desto schneller kommst du auch zum nächsten Dungeon. Aber Level weiß ich jetzt nicht. Länger spielt, ne? Level 30, 35. Okay. Oh, und wir kriegen wieder ein Präsent. Obwohl, das ist, ein Präsent. Was ist denn da drin? Commerce Center Cache. Guild Ressourcen. Backpack Expander. So. Wir sollen zur Even. Ich schreibe mir das mal auf. Tide Bay. So. Machen wir. Machen wir. Mit der alten Schaluppe geht's los hier. Ich hoffe mal, dass das ein neues Questgebiet ist. Ich denke mal, ich gehe mal schwer davon aus. So. Da sind wir. Akuta! Du siehst sehr müde aus. Willst du nicht ein bisschen Pause machen? Bams, level up. So. New Equipment. Haben wir jetzt eine Questbelohnung gekriegt oder war das das, die Kette aus dem... Macht er das? Sachen, die du... Ne, macht er nicht, oder? Also manchmal bekommt man von diesen Hauptquests auch... Ah, okay. Ja. Ja, gut. Hast recht. So, was soll man jetzt machen hier? Shelly? Du kannst auch tauchen, wenn du willst. Nein. Tauchen musst du sowieso. Ist mit der Quest verbunden, wo du jetzt dran bist. Ich soll ja erstmal mit den Leuten hier quatschen, ne? So, haben wir noch mehr zu quatschen? Kannst doch über Wasser laufen. Echt? Mit dem Speed... Ja, genau. So, Crash abgeben. Oh. Look ahead. So, und nun? Jetzt wollen wir mit ihm quatschen. Und jetzt? Und jetzt? Achso, okay. Und weiter geht's. Okay. Jetzt sollen wir wieder mit Akuta reden? Nee, doch nicht. Und ihm wieder hinterher rennen. Ich glaube, die Hälfte des Spiels rennen wir nur hinter diesem Kerl her. Wo ist er? Where is he?
Da ist er. So. Hallo? Hi, Battlefield Deathmatch. Was? Ich habe nur eine Benachrichtigung bekommen, dass anscheinend Clash Battlefield Deathmatch anfängt. Das ist wie PvP, wo man dann in ein extra Gebiet geschickt wird. Da wird in Gruppen gegen das andere Team gekämpft. Mhm. Und man muss dabei erobern, also welche Punkte. Keine Ahnung. Irgendwie sowas um den Dreh hat was Gleiches von einem anderen MMO-Spiel, wo ich kenne. Wieso können wir eigentlich keine Erze und sowas abbauen? Muss man da irgendwie... Ah, das geht hier. Bist du schon am Taufen? Ich bin jetzt... Zumindest, warte, ich baue mal eben hier ein bisschen ab. Ah, da bist du. So, jetzt tauchen wir. Genau, einfach die Maus noch runterziehen. Dann gehst du unter Wasser. Ja, macht er ja automatisch. Sind die böse hier? Da oben ist dann deine Leiste, wo du siehst, wie lange du Luft hast. Okay. Aber hast ziemlich lange Luft, wie du siehst, so wenig wie der Balken runtergeht. Ja. Drei Stück von denen. Achso, spawn ja doch recht fix. Interrupted. Ist schon wieder da. Ja, okay. Kannst einfach da stehen bleiben und da. So, was haben wir jetzt gekriegt? Rubikoral. So, Crash ist fertig und nu? Herr Kollege, was soll man jetzt machen? Was will er denn jetzt? Kannst auch tauchen, wenn du Doppel W drückst, schneller schwimmen. Genau so. Erze farmen gibt auch XP. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin soll, ihr Kinders. Kann die Quest nicht anklicken? Achso, doch, ich muss noch was machen hier. Jetzt. Wir müssen doch noch was machen. Item required. Huge Ruby Coral. Coral. Bin schneller. Ach, ich mache hier den Autotaxi-Gedöns. Sehr entspannt. Das ist ein nettes Feature. Gefällt mir. Kann man zwischendurch einen Kaffee schlürfen, ein bisschen in der Nase bohren, aber alles, was man so macht halt, ne? Da hinten ist er. Okay, dann gehen wir ins Gas. Brauchen wir nur eine von, glaube ich. Ja, so. Quest ist fertig und wir sollen zurück zu Akuta Matata. Ah ne, das war was anderes, ne? Das hieß Hakuma Matata. Ich laufe über Wasser. Mach mal. Sieht cool aus. Ja. Okay. Kann ich das auch? Ja. Wenn du schwimmst, drück Doppel-W und dann spring in die Luft und dabei die W-Taste gedrückt. Also erstmal beim Schwimmspeed. Ja, egal, ich krieg's nicht hin. Erstmal beim Schwimmspeed jetzt. Aber daran wirst du dich noch dran gewöhnen. Irgendwann. Irgendwann fällt auch beim Explorer der Groschen, wollte die Misaki sagen. Die ist immer sehr dezent. So. Nimmt immer sehr viel Rücksicht auf mich. Ja. Habt ihr den U-Ton gehört? Ja. Ich bin hier falsch. Wo ist Akuta? Irgendwo hinten? Ja.
aber Schräglage, der Gaul hier. Ich hatte aus dem Latschen kippt. Da fliegt ein Wal. Oder was auch immer. So. Ich habe erledigt. So, und nu Wolle, neue Quest. Los Videos. Der Wal stürzt ab. Das haben wir. Und jetzt? Jetzt sollen wir ihm hinterherlaufen, okay. Ein ständiges Hinterherlaufen. The leader invites you to was? Okay, jetzt sollen wir ihm hinterherlaufen. Okay, machen wir. Oi. So, und jetzt sollen wir mit ihm reden. Und die nächste Quest. Was, der Clan Leader, what's going on? Ist das jetzt hier oder wo ist das? So, wir sollen, okay. So, haben wir gemacht. Level up. Quest adept, join a guild. Ich will aber keine Gilde joinen. Oh, hat dich jemand eingeladen? Ja? Echt? Oder hast du keine Einladung bekommen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier blinkt und blitzt wieder alles. Was will er denn jetzt? Do you know who banished Ophidian on the bottom on the sea? Weißt du das? Ist das egal, welche Antwort ich da jetzt gebe? Man muss immer bestimmte Antworten nehmen. Also ich habe auch einfach immer irgendwas angeklickt, bis es irgendwann gegangen ist. Also, okay. Also er zeigt ja auch an, korrekte Antwort ist er natürlich... So, ich glaube, wir haben einen neuen Skill oder so, aber wir machen erstmal die Quest jetzt hier abgeben. So, so, wie kommst du jetzt darauf, dass ich in einer Gilde bin? Hm? Isaki-chan? No. Ich habe die Quest, glaube ich, gekriegt, ich soll einer Gilde beitreten. Ja, da bekommst du sogar XP dann. Ja. So, schon hinter mir. Wir schauen jetzt mal eben Skills und geben mal eben Attributpunkte. Intelligenz. Du hast gesagt Intelligenz, Spirit und Dexterity. Genau. Was macht Schaden war Dexterity, ne? Intelligenz und Dexterity, beides. Aber ich würde am meisten Dexterity nehmen als Intelligenz. Okay. So, was ist denn jetzt hier mit den Skills?
machen wir hier? Wo waren das Skillfenster? Welche Taste waren das? Ja, Explorer wieder total überfordert. Skills, K. Was habe ich jetzt neu gekriegt? Shattered Abyss? Das ist neu? Has a small range, high damage, but cooldown is a bit on the long side. It's mainly used to dispel sentence at the type of stage, remove or connected. Combine it with Occultist Gift to dispel your target setting. Was macht das jetzt? Was für ein Skill ist es denn? Shattered Abyss. Das sieht aus wie eine Blubberblase. Ich warte mal, ihr müsst jetzt. Achso, Shattered. Wenn du das machst, Moment. Wenn du hier dieses Schwert hoch tust, ne? Und das dann einsetzt, dann passiert das. Macht auch Schaden. Aha. Aber nur dann in dem Bereich, wo dieser. Wo die Feinde sind. Ne, wo hier dieses Teil steht, oder was? Genau. Oder da. Aha. Also, und wenn du das Teil jetzt da platzierst, kann die in der Nähe sein, sodass die Reichweite ausreicht, wenn du es dann halt als Attacke anwendest. Aha. So. We cannot choose the times we live, but we chose to ride loosely. Casual hot springs. After a hard day of adventure, wash away arose to hot springs. Okay, also es gibt hier so einen Weg, den wir beschreiten. Und wir haben jetzt. Sind wir Level 25? Achso, den kann man. Man kann es verschieben, okay. Level 25 sind wir. Ups, da macht sich eine Seite auf. Das war so nicht geplant. Mach die Seite wieder zu. Ich will spielen. Mach die Seite zu. Unverschämt. Gut. Ich hoffe, wir sind noch in der Aufnahme, weil das spackt hier mitunter ein bisschen rum. Okay, Kinders, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch einen Cut. Und ich wurschte mich noch mal ein bisschen durchs Menü und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen, es hat dir da draußen gefallen und wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.